mich jetzt. Gib mir Deckung! Gib Deckung! Habt ihr sie gesehen? Ziel in Reichweite! Beschäftigt sie! Na gut. Ein bisschen schon schlimm genug. Sie ist entkommen! Sucht überall! Oh. Komm, als würde das jetzt großartig Probleme machen, Lara, bitte. Ja, natürlich. Jetzt habe ich noch ein bisschen Full Life. Der Typ da hinten geht mir halt auf den Sack. Hast du sie gesehen? Hallo, was hat der für eine Waffe? Die da. Na, dann nehme ich die mal. Ja, irgendwie, ich weiß nicht. Aber die Präzision hier ist nicht ganz so optimal. Gab's hier nicht schon irgendwo ein Medipack? Natürlich nicht, hätte er wäre ja schön. Doch! Alter Schwede, nie! Und hier natürlich. Wie geht denn die dich dann noch abfacken? Das ist das Nervige. Hab ich noch nicht gesehen. Vielleicht kann ich das hier ein bisschen. Ja, natürlich! Ich krieg einen Schuss ab und fall dann natürlich direkt ins Feuer mit Insta-Tode. Ey, wie scheiße ist das denn? Finde ich gut, dass du im Feuer stehen kannst. Und ich halt insta-tot bin. Finde ich fair. Hallo, ich würde gerne nicht die Waffe aufheben, sondern diese relativ klobige und total komische Steuerung inklusive. Ja, da bin ich wesentlich besser.
bedient. Und das auch nur, weil die Lara es nicht schafft, diese Waffen wegzustecken. Das haben sie so beschissen gemacht, dass die Lara einfach viel zu lange die Waffen in der Hand hält. Ich sehe sie! Das ist einfach, ist halt einfach ungewohnt, weil du normalerweise die Waffen automatisch, ja, stimmt, da war ja was. Naja, es ist halt nervig, weil du das halt aktuell mittlerweile gewohnt ist, dass die Charaktere, wenn sie greifen und springen und so ein Kram, dass sie da die Waffen automatisch wegstecken. Und hier musst du das halt noch alles manuell machen und das ist halt so, so ungewohnt. Das ist halt sau nervig. Und deswegen sind da so Sprünge, wenn du die Waffen gezogen hast oder so, auch wenn der Kampf schon vorbei ist, eigentlich eher so. Meh. Ansonsten, die Rätsel selbst sind so ganz leicht, wenn die Steuerung nicht mehr eher gegen dich arbeiten würde. Inklusive dieser Kamera, die meint automatisch so, sich ein bisschen deiner Blickrichtung anzupassen. Das ist halt ein bisschen nervig, weil das eigentlich total mehr irritiert als es eigentlich wettmacht. Vielleicht brauche ich das Ding ja auch. Keine Ahnung. Man weiß es nicht. Ich nehme es einfach mal mit. Vielleicht kann ich das ja irgendwie. Steck die Waffe weg, Lara. Danke. Und jetzt einfach rüber. Super. Warum nicht gleich so, Mädchen? Hm? Oh, dieses eine Kreuz, ey. Ja, auf das eine Kreuz jetzt geschissen. Ja, komm. Ist hier noch irgendwas rumgelaufen, wie ein Medipack oder so? Ja. Guck mal, da macht's Bumm. Mit den Schildern ist ja, weißt du, es ist vor allem auch interessant, dass es keiner merkt, dass da so eine riesige bewaffnete Söldnertruppe da reingeht und das ist die Lara die einzige ist, die das machen kann, aber die Kamera ist halt sau nervig. Ich sehe. Die sind. Die Jungs.
Könnte dir ja mal helfen, ihr Idioten. Yo. Hallo, Freunde. Hey, Lara. Was ist? Haben sie euch die Kreditkarten geklaut? Wir rufen morgen die Bank an. Alles da? Okay. Alles okay. Ich bin sowas nur nicht gewöhnt. Lasst uns verschwinden. Haben sie euch die Kreditkarten geklaut? Wir rufen morgen die Bank an. Schön. Sie haben neue Kostüme. Ist mir scheißegal. Weiter. Toll. Das ist toll. König Artus gab's wirklich. Und die Ritter der Tafelrunde auch. Und jetzt liegt Excalibur direkt vor uns. Diese trägen Bastarde in Oxford drehen durch, wenn sie das hören. Oh, ich wünsche, ich hätte eine Pizza gekauft. Es kommt noch besser, Alistair. Ich hab's voll verkackt. Was Artus Excalibur nannte, ist ein mächtiges Artefakt, Jahrtausende älter als er selbst. Durch den Stream am Freitag habe ich total viel verkackt. Aber es ist noch immer kaputt. Wer hat Sekundenkleber? Gestern den... Als ich in Ghana war, bat ich euch, den Galali-Schlüssel zu suchen. Ihr hattet wohl kein Glück? Er war nicht in der Sammlung ihres Vaters. In seinen Aufzeichnungen auch nicht. In Ghana war er auch nicht. Oder hat Rutland... Hallo? Was ist das? Das habe ich doch schon mal gesehen. Moment. Die Brosche eine von Eine unglaubliche Lars. Ähnlichkeit, findet ihr nicht? Der Anhänger war ein Geschenk ihres Vaters. Ich wusste nicht, woher er ihn hatte. Bis heute. Wo ist er jetzt? Im Himalaya. Meine Mutter hatte ihn als... Sip, alles da? Ich muss nach Nepal. Wir wollten ihn schon ein bisschen muskulös machen, aber das ist... Machen wir. Komm schon. Lady Croft, ich hatte gehofft... Sie würden das Schwert nach allem, was ihrer Mutter zugestoßen ist, nicht benutzen. Sie hat das Schwert entfernt. Das hat sie getötet. Ich habe etwas anderes vor. Hätte mein Vater all das gewusst. Er hat sich so bemüht. Und sie haben ihn dafür gehasst. Niemand hat ihn gehasst, Lara. Es war aber auch keine Liebe, nicht wahr? Sein Ruf war ruiniert. Jetzt gilt es mehr als nur eine Sache von der Bergspitze zu retten. Ich weiß, warum die Stimme nicht so ganz passt. Das Wrack müsste gleich auf der anderen Seite sein. Ich sehe gar nichts. Seht ihr wirklich richtig? Ich vergesse nie. Ich weiß, warum die Stimme von dem dunklen Typen, zumindest vom Hören her, nicht zum Aussehen passt. Folgendermaßen, der hat die deutsche Synchro-Stimme von Adam Sandler. Das war, liegt nämlich daran, ich habe jetzt ich habe mir letztens nochmal den Film Pixels reingezogen und da ist mir das gerade so aufgefallen und weil die deutschen Synchrostimmen halt mit diesen Schauspielern immer weiter harmonisieren, sind wir diesbezüglich ein ganz anderes Umgangsfeld gewohnt. Das bedeutet, der muskulöse Typ da, der hat halt die Stimme von Adam Sandler und dies deswegen ein Gesicht. Passt die Stimme auch nicht zu dem. Und schon stolpern wir wieder ohne Kletterausrüstung durchs Gebirge. Der Schnee und das Eis sehen ziemlich brüchig aus. Geh lieber weiter, bevor du noch einbrichst. Ich habe das schon mal gemacht, weißt du? Ja, das stimmt. In Rise of the Tomb Raider. Ups, ja. Gut, ich dachte, da könnte ich die Kamera, hallo, was soll das denn, Kamera, bitte. Ich habe das schon mal gemacht, weißt du? Ja, wie gesagt, Rise of the Tomb Raider haben sie schon mal gemacht. Hier darf man echt nicht nach Augenmaß gehen. Normalerweise bin ich ja echt so ein kleiner durch Head in Time und diesen anderen... Durch andere Jump'n'Runs bin ich eigentlich echt so der Typ, der alles wirklich bis pixelgenau hinkriegt. Ach Mist.
der das halt pixelgenau hinkriegt und das darfst du hier bei dem Spiel halt nicht machen und genau das ist das Problem. Der Schnee und das Eis sehen ziemlich brüchig aus. Geh lieber weiter, bevor du noch einbrichst. Und jetzt muss ich nach oben greifen und jetzt wieder ein bisschen nach links und wieder nach oben mit dem Cursor. Das ist nicht mit dem Cursor, sondern mit dem Analogstick und das ist halt so nervig. Normalerweise würde ich noch eine halbe Sekunde oder eine Viertelsekunde warten. Aber ach komm schon, Lara, das muss ja jetzt nicht sein. So, okay, da oben gibt's was. Warum kann ich da und da hin? Warte mal, von da kam ich doch, ich Idiot, okay. Ernsthaft? Durch die Eiszapfen? Lara, umarm doch mal bitte die Eiszapfen. Die wollen ein bisschen Wärme von deinen Schenkeln haben. Danke, Kamera. Danke, Kamera. Finde ich cool. Kann man die Kamera da nur positionieren? Ey, es ist unglaublich. Ist ziemlich viel von Mario 64 abgeguckt. Danke, Helligkeit. Was jetzt? Kehrst du um und suchst einen anderen Weg? Habe ich jetzt ein Secret gefunden oder habe ich jetzt den regulären Weg gefunden? Okay, ich habe ein Secret. Nee, ist der reguläre Weg. Schade, ich dachte, ich hätte jetzt ein Secret oder so gefunden. Da ist es. Mann, ein Wrack. Wie alt warst du damals? 8, 9? So ungefähr. Das Ding bricht ein, dann hier lang. Also da müssen die neueren Tomb Raider wesentlich... Hey, mit so einem Ding kommt man bequem auf einen Berg. Ich habe ihm gesagt, er soll sich um seine eigenen Angelegenheiten kümmern, aber nein, er folgt mir ans Ende der Welt. Vielleicht hat er dich falsch verstanden. Meinst du, er sitzt da drin? Wohl kaum. Nicht, wenn er zu Hause die Füße hochlegen kann. Da schon. Das gefällt mir nicht, dass ich das Ding da so ziehen kann. Das muss schon irgendwie... Da hinten ist was. Und da unten ist bestimmt irgendein Tiger oder so. Aber warum konnte ich das bewegen? Oder warum kann ich das bewegen? Das muss einen Grund haben. Kannst du aber bitte den Autofokus behalten, danke. Okay, sei vorsichtig. Du weißt, dass das Ding jeden Moment abstürzen kann. Das wusste ich damals und ich weiß es heute. Mach dir keine Sorgen um mich, Sim. Bitte was? Ja. Das wusste ich damals und ich weiß es heute. Mach dir keine Sorgen um mich, Sim. Nein! Schön! Danke, Kamera. Warum drehst du dich auf einmal um 190 Grad? Was soll das denn für ein Mist?
Oh, ich bin mitten im Lauf und die Kamera dreht sich einfach automatisch, weil Baum, weil wir kleine, drängende Sadisten sind. Okay, kannst du nicht einfach mitten beim Geradeaus? Dass es in jeden Moment abstürzen kann. Oh, pack doch diese scheiß Knarre weg. Und ich weiß es heute. Mach dir keine Sorgen. Die Steuerung ist echt so eine Grausamkeit. Pass auf! Okay, sei vorsichtig. Du weißt, dass das Ding jeden Moment abstürzen kann. Das wusste ich damals und ich weiß es heute. Mach dir keine Sorgen um mich, Sid. Wenn du zu schnell bist, dreht sich die Kamera einfach. Wenn du da ohne Gegengewicht reingehst, fährst du über die... Jo, ich hab's gemerkt. Das ist doch unglaublich. Oh Mann, ey. Kaum kommst du in das Gebiet schon, stirbst du tausendmal, weil alles sein... Pass auf. Warte. Auf der Stelle stehen bleiben ist... Okay, sei vorsichtig. Du weißt, dass das Ding jeden Moment abstürzen kann. Das wusste ich damals und ich weiß es heute. Die Frage ist, wie viel Gegengewicht brauche ich? Reicht ein Gegengewicht? Ja, ne? Okay, Vorsicht, Sascha. Hier gibt's Kameraschwenk, wenn du zu schnell bist. Na gut, jetzt... das irgendwie schieben? Hey, ne? Wow, warte! Wenn du da ohne Gegengewicht reingehst, fährst du über die Kante. Guter Tipp, Sip. Wenn ich dich nicht hätte. Dich und Winston. Er unterschreibt die Schecks. So, dahin. Und jetzt hergezogen. Perfekt. Ist es das? Komm zurück. Ja. Das ist es. Lass mich raten, es fällt runter. Nein! Oh, diese scheiß Quicktime-Events. Oh ja. Na gut, wenigstens gibt's hier einen. Schön, dass der Kontrollpunkt so getriggert ist, dass das Ding... wegrutschen kann? Es ist irgendwie dumisch. Die Physics haben sie da echt beschissen gemacht. Ja. Das ist es. Jetzt zurück. Du hast da alles okay. Ein Stück nichts in natürlich. Der Hand. Ich frage nur. Normalerweise greifst du in fremden Vergangenheiten. Da irrst du dich, Sip. Es ging immer nur um das hier. Jetzt muss ich nur noch einen Ort aufsuchen. Das Grafik-Engine, bitte. Mal geht's schnell, mal geht's langsam. Ganz toll. Ich hab doch... Okay, man weiß es nicht, was ich tun muss. Weiß es gerade echt nicht. Muss ich hier runterrutschen, darüber? Ja. Das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an... Lara, das finde ich gut, dass du da so stehen bleibst, dass es egal ist, ob ich springe. Was zum Geier.
Ach so. Eben hatte die einfach nur die Knarre nicht richtig eingesteckt. Oh, das mit dem Waffe einstecken ist so eine Last. Wirklich, das macht so viel kaputt. Das ist fantastisch. Sieh sie dir an. Das ist ja sensationell. Ich mag diesen Ort ganz und gar nicht. Och nee, diese Eisdinger schon wieder. Alles klar. Ja, zum Glück. Danke, diese scheiß Kamera. Es ist wirklich so eine Last. Es ist immer, weil die Kamera meinte, oh, ich brauche einen Autofokus, um dem Player zu helfen. Aber wenn der Player damit rechnet, dann... Es ist halt echt nervig, ey. Ich bin so froh, wenn ich dieses Spiel vorbei habe. Da werde ich erstmal später... Ich meine, aktuell ist sowieso hier in Deutschland sowieso gerade ein bisschen schwierig mit Arbeiten, so ein Kram. Rutsch nicht aus. Alles klar. Muss nochmal gucken, weil mein Kollege meinte irgendwie, Unternehmen machen morgen alle zu. Werde ich erstmal ein etwas neueres Tomb Raider spielen, wenn wir das machen sollten. Sieh sie dir an. Das ist ja sensationell. Aber wahrscheinlich, wenn ich morgen... den Tag zu Hause in Klammern verbringen muss, dann werde ich sowieso erstmal vielleicht einfach mal die Streams von Freitag und von heute runterladen. Und ihr kennt's ja. Ich hoffe, das ist soweit. Ich hoffe, das ist gewünscht. Dass ich vielleicht den Stream runterziehe und den als Let's Play-Häppchen mache. Verdammt nochmal! Das ist viel zu riskant, Lara! Ich schaff das. Zum Glück gibt's hier keinen Strom. Großer Gott, ich kann gar nicht hinziehen. Das sagst du immer und dann siehst du trotzdem hin. So, was haben wir denn hier für Waffen? Nicht so viel. Deine Muni? Dann nehme ich doch mal die Schrotflinte. Obwohl, die gefällt mir besser. Hallo, Lara, danke. Oh, dieses Waffen einstecken. Was zum... Wo kommt ihr denn her? Wo... Die ganze Zeit still sein und dann auf einmal, ey. Also da hat mir Rise of the Tomb Raider definitiv besser gefallen. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Ja. Das normale Tomb Raider war natürlich perfekt. Muss man sagen. Das von 2013. Und ja, mal gucken. Auf jeden Fall, um das Gesprächsthema von eben nochmal aufzugreifen. Wenn gewünscht ist und ihr Bock habt, das nachzugucken, ja, dann kann ich euch natürlich den Stream nochmal als Let's Play-Häppchen runterbasteln. Ich muss halt nur mal schauen, ob ich es irgendwie schaffe, vielleicht da noch ein Endscreen reinzubauen. Ich weiß nicht so ganz, ich habe bis jetzt immer noch... Da kommst du nicht rüber. Und wenn du schwimmst, endest du als Eis am Stiel. Jetzt müsste man übers Wasser laufen können. Tja, du bist aber nicht Jesus. Nur Jesus konnte übers Wasser laufen. Warte mal. Okay, hier muss doch auch irgendwas geben. Das hat doch nicht ohne Grund hier eine... Ja. Auf jeden Fall, Ich will dich ja nicht ärgern, aber ich bin froh, dass ich zu Hause bin. Ist gut, Sid. Und jetzt halt die Klappe. Tut mir leid.